Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2014. Mein Name ist Glabur, wir sind im Albert Park und fahren die Qualifikation. Jawolla. Ja, 1,3 Sekunden war zum Schluss der Abstand. Ich hoffe nur nicht, dass das Setup wirklich so gut ist, dass wir den Computer auf fortgeschritten in den Arsch treten. Ja. Wenn es an dem ist, dann muss ich beigehen und muss halt etwas höher stellen. Jetzt haben wir ohne Ende Gegner vor uns. Na klasse, Ingo. So. Ab geht's. Erste Qualifikationsrunde. Ich hoffe, dass die da vorne mich jetzt nicht blocken. Da sieht man einfach, dass der Computer da viel besser durchgeht wie ich. Scheiße, habe ich es aber richtig verkackt. Zu viel Dreck an den Reifen gewesen. Das war die bisher schnellste Runde. Ausgezeichnet. Oh! Hallo, Herr. Erstmal richtig geküsst, Mann. Ja, hast du es jetzt endlich gemerkt, dass du zu langsam bist? Ja, wir können auf jeden Fall wieder rein in eine Box. Mit dem kaputten Frontflügel wird das auf gar keinen Fall was. Aber ich schätze mal, das ist eine 1,34. Locker reichen wird für Q2. Ja, ich habe ja schon im Training darüber unterhalten, dass Caterham und Marussia wahrscheinlich in der ersten, ja, jetzt am Wochenende nicht dabei sein wird. Ist der Pleitegeier, geht durch die Formel 1, schreiben sie alle. Keine Ahnung, also ich finde es schon schade, wenn diese kleinen Teams wieder alle verschwinden. Und jetzt wird ja spekuliert, dass dann wahrscheinlich Mercedes und die alle sich dann ein drittes Auto oder dem Team ein Auto stellen müssen. Weil es da so eine Regel gibt, keine Ahnung, ob das was bringt oder nicht. Man würde dann sehen, wo diese Teams landen. Ja, ist mir klar, dass wir Zeit verloren haben. Wir liegen 1,5 Sekunden mit einer 1,34 vor Lewis Hamilton. Also das ist jetzt schon eine ganz schöne Ansage. 1,4 Sekunden können wir während des Rennens die Option. Nein.
Also wir können es jetzt in dem Rennen nicht umstellen, die Schwierigkeitsgrad. Wir können es nur im nächsten Rennen machen. Ja, dann wäre man wahrscheinlich Albert Park auch fortgeschritten und die nächste werde ich dann höher stellen. Jawohl, wir sind in Q2 mit 1,4 Sekunden Vorsprung. Q2 wird jetzt interessant. Eine Runde auf den weichen Reifen versuchen hinzubekommen und dass mich nicht wieder alle nerven. So, sofort fliegende Runde. So, Benzin gleich volle Pulle, diesmal gleich Vollgas geben und wieder zwei vor mir. So, lassen wir mal fliegen, Leute. Die sollten weit genug weg sein. Oh, der geht jetzt sogar bis in achten. Ey, mein Stuhl, ne? Sitzt den ganzen Tag schon drauf, nichts passiert. Jetzt beim Formel-1-Rennen geht er runter. Echt. Also ich nicht verstehe, dass er da wieder bei diesem Huckel immer wieder schaltet, die Kackautomatik. Komm doch rum! Mist, Mann! Jawoll. 1,34 Bottas und wir knallen eine 1,32 und das sollte reichen. Ja, ich weiß. Ab langsam in die Box. Hoffen, dass das jetzt alles dann vernünftig in eine Box kommen, ohne dass die beiden uns da vorne noch Strich durch die Rechnung machen. Der Herr Alonso und der Herr Hülkenberg gurken sich da einen zurecht. Ich fahre lieber dran vorbei. Ja, fährt er mir voll in die Karre. Es ist ein Hans-Wurst-Kittel. Echt, vorhin fahre ich ihn in die Karre, jetzt fährt er mir in die Karre. Ich glaube, ich habe einen neuen Liebling in der Formel 1. Herr Quert. Ja, dann Jahre war es Massa, mit dem wir uns jedes Rennen angelegt hatten. Ja, Duelle ohne Ende. Und Quert ist mein kleiner Rammler. Oh Mann, ey. Knallt er mir voll hinten in die Karre. Rumpi-Pumpsi. Knallt er voll rein. Unvorstellbar. Junger Mann, da vorne, du ohne Handschuhe. Du darfst niemals das Auto ohne Handschuhe anfassen. So geht das aber nicht. Ja,
Wir sind eine Runde geknallt mit einer 1. Oh, guckt euch das an. 1:32.965 Lewis Hamilton. Ist nur noch eine halbe Sekunde. Da hat der richtig einen hingeklatscht. Der alte Drecksack. Wir fahren auf jeden Fall nicht mehr raus. Das sollte ausreichen. Und genau wie gleich in der Q3 versuchen wir auch einfach nur richtig einen hinzuklatschen. Und dann ist es gut. Ja, der Herr Hülkenberg doch auch. Er ist Sechster. Ja. Mit 2 Sekunden Rückstand auf meine Wenigkeit. Der kann ja nichts, kann der ja. Ja. Die alte Schaftablatte. So, ab geht's, Leute. Q3, Ingenieur. Hat er wirklich neue Reifen draufgezogen? Ja, hat er. Ingenieur, fliegende Runde. So, Leute. Hackengas. Jetzt werden sie alle fliegen lassen. Und dann bin ich gespannt, wie sehr wir uns gegen Mercedes durchsetzen können. Was ich eigentlich nicht schaffen dürfte. Wenn man diese in der echt das nehmen würde, dann würden wir es eigentlich nicht schaffen. Uiuiuiui. So, den Button nehmen wir ein bisschen als Windpolster. Er hat schon keinen Elektromotor mehr. Nein, 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 nein. Sollte keine Zeit gekostet haben. Rosberg 1:32 und... Boom! Platz 1, Herr Rosberg. So. Ab in die Box. Wenn jetzt schön gemütlich in eine Box fahren. Von diesem schön gemütlich hoffen wir, hallo Herr Hülkenberg, reihe dich mal schön hinter mir ein, so wie in der Klassement auch. Der beißt wahrscheinlich in sein Lenkrad. Was hab ich denn da für einen Gegner gekriegt? Mein Teamkameraden. Ja, der kann kein Auto entwickeln, aber kann fahren wie ein Geisteskranker. Ja, du in das Leben. So wunderschön wie heute. Ich kann diese Kurve nicht. Ich bin zu blöd dafür. Oh, da vorne ist irgendwas passiert. Hallo. Ja, zeig dem Rosberg ruhig einen Vogel. So. Bin ich gespannt. Wir können ja die Zeit noch ein bisschen zurücklaufen lassen. Sollten sie uns nochmal schlagen, ziehen wir uns natürlich nochmal ein paar neue Reifen drauf und werden es nochmal probieren. Das steht fest. Bis jetzt noch kein Absturz, mich wundert's. Aber wir haben es auch nie im Albert Park. Es ist meistens... Dritte Strecke war der erste Absturz, ne? Glaube ich, wo ich es gesagt habe. Mal abwarten.
zack, 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 zack. So, was haben wir? Wir haben Platz. Du liegst zur Zeit auf dem ersten Platz. Über eine halbe Sekunde Vorsprung. Es ist ganz schön viel, ne? Also das muss man ganz ehrlich sagen, es ist verdammt viel Vorsprung. Wir werden sehen, wie das Rennen ausgeht und in dem Rennen werde ich dann entscheiden, was ich mache. Ja, Leute. Ja, ich habe die dicksten Cornes. Ja, Platz 1, Leute, in der neuen Formel 1 Saison und so sollte es sein und so geht es richtig ab. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten bei Formel 1 2014 Qualifikation. Wir hören uns morgen beim Rennen wieder. Tschüss. Oh, das sollte ich vielleicht noch reinschneiden, ne? Wo er jubelt. Ja, habe ich nämlich ganz vergessen. So sollte es sein. Yippie, yippie, yeah. Puh, puh, puh. So, jetzt aber. Tschüss.